So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich dieses Video gern machen, weil ich immer wieder gefragt werde, sag mal, wie ist es denn möglich, gesundheitsrelevante Informationen, egal ob im Internet oder aus verschiedenen Büchern, Zeitschriften etc., zu bewerten. Vor allen Dingen geht es mir aber heute um das Internet, weil dort ist das Ganze das größte Problem. Wir finden eine extreme Verwaschung erstens von kommerziellen Angeboten und neutraler Berichterstattung oder sagen wir mal, soweit das überhaupt möglich ist. Und es kommt häufig auch zu dieser Frage, Mensch, oder lasst uns vielleicht erstmal das eine abklären. Da möchte ich vielleicht erstmal kurz was dazu erzählen, dann kommen wir zu dem anderen Punkt, dass sind nämlich eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Und zwar vielleicht als erstes mal zu dieser überhaupt, welche Informationen wähle ich mir denn aus dem Internet aus? Es gibt so viele Seiten, die über das Reizdarmsyndrom zum Beispiel schreiben. Wie kann ich denn da überhaupt eine Bewertung vornehmen? Und ich kann euch nur empfehlen, als allererstes, ich weiß, das ist langweilig und kaum jemand macht das, aber bitte klickt euch mal ins Impressum und schaut, wer dort hinter den einzelnen Seiten, hinter den einzelnen Angeboten steckt. Und wir können das ja jetzt mal ganz kurz hier nebenbei tun. Ich gehe mal in eine große bekannte Suchmaschine. So, jetzt merkt man gerade, mein PC, der arbeitet ja nebenbei noch an ganz paar anderen Sachen. Video hochladen, Aktualisierung. Okay, dann suchen wir mal nach dem Begriff Reizdarm und gucken mal, was uns da geliefert wird. So, zuerst kommt die Definition aus Wikipedia, dann haben wir gleich Reizdarm.net. Die Seite ist sehr bekannt. Da gehe ich jetzt mal kurz drauf. Einige von euch werden sicherlich wissen, was jetzt kommt. Hier haben wir Reizdarm.net, eine Internetseite unterschrieben, Portal zur Darmgesundheit. Kommt alles ganz seriös daher, sieht objektiv aus. Wir haben verschiedene Auswahlmenüs hier. Scrollen wir ein Stück runter, kommen wir erst zur ersten Kitchimea-Werbung, nur 64,40 €. Dann kommt wieder ein bisschen Text, Bilder, Informationen, wieder Kitchimea-Werbung. Zwischendrin wird hier mal erwähnt, das wäre der Durchbruch in der Reizdarmforschung. Dann kommen wir noch weiter runter. Irgendwo finden wir dann auch das Impressum, hoffe ich. Hier ist es. So, und im Impressum sind wir gespannt, was da steht. Früher war das eigentlich ganz interessant. Da wurde nämlich, da war so ein freundlich lächelnder Arzt, der gesagt hat, dass er hier schreibt und dass er positive Erfahrungen gemacht hätte mit seinen Patienten. Dann könnte man natürlich denken, dieser Arzt steht im Impressum, aber nein, verantwortlich ist eine MK Health GmbH aus Düsseldorf. Und das ist ganz interessant, wenn man mal nach dieser MK Health GmbH nämlich schaut, hat die noch ein paar ganz andere interessante Seiten. Zum Beispiel auch, was auch erstmal sehr objektiv auf jeden Fall erstmal klingt. Ich hoffe überhaupt, dass das nebenbei jetzt weiterfilmt. Das habe ich noch nie so gemacht, hier nebenbei irgendwas mir anschauen. Zum Beispiel eine Seite darmforschung.com. So, also wo man wirklich denken könnte, das ist eigentlich. Das also klingt ja ganz objektiv. Was passiert da? Nebenbei hat man ganz viele Leute, die auf einmal so sagen, das und das hat mir ganz super geholfen und hier. Hier steht, die Lösung für unser Problem sind spezielle Mikrokulturen und es dauert nicht lange. Dann kommt man wieder zu solchen Werbetexten, Experten raten zu Kitchimia Reizdarm. Dann gibt es wieder die Werbung. Man soll doch gleich zu shopapotheke.com gehen. Und eigentlich ist das Ganze wieder eine reine Werbeveranstaltung. Interessant ist, dass sich das Ganze immer ja, in so einem neutralen Gewand gibt, nach außen erstmal objektive Informationen. Aber natürlich, wenn ich auf eine Seite gehe wie darmforschung.com oder auf reizdarm.net, erwarte ich natürlich, dass ich Studienergebnisse und Berichte ganz objektiv bekomme aus einem bestimmten Segment, aber schon, dass da auch nichts verschwiegen wird, so dass ich wirklich sagen kann, ich bekomme eine Idee,
einen Überblick überhaupt über diese Erkrankung, was kann man tun, welche Therapiemethoden gibt es. Und dann möchte ich natürlich auch, dass mir nicht ein Produkt angepriesen wird, sondern ich möchte natürlich mich frei entscheiden können. Auf diesen Seiten fehlen zum Beispiel komplett die Berichte zur Low-FODMAP-Diät, also die effektivsten Studienergebnisse, also die effektivsten Therapiemethoden, die die positivsten Studienergebnisse erzielt haben für das Reizdarmsyndrom, eben Low-FODMAP-Diät, die Psychotherapie, die Bauchhypnose, verschiedene Supplemente, aber auch andere Medikamente werden dort schön außen vor gelassen. Es wird auf etwas Bezug genommen, zu dem es eigentlich ein Produkt, zu dem es eigentlich nur eine tatsächliche Studie gibt und die von den Ergebnissen auch alles andere als ein Durchbruch war. So, und das ist ein Beispiel dafür, wie das Ganze verzerrt dargestellt werden kann, aber in einem neutralen Gewand zu euch kommt, so dass es schwierig wird zu entscheiden. Natürlich, wenn ich jetzt mehrere Seiten finde, wo genau diese Sache immer vertreten wird und wo gesagt wird, Forscher haben hier und der Herr Professor so und so empfiehlt. Interessant war der, was ich vorhin erwähnt hatte, der freundlich lächelnde Arzt, der da auf der Seite war. Das war zufälligerweise auch jemand, der an dieser Studie mitgearbeitet hat. Und das ist ganz interessant, wie sich dort so ein Netzwerk aufspinnt. Also wie gesagt, das ist ein langweiliger Tipp und nur wenige machen es, aber guckt bitte wirklich ins Impressum. Was sind das für Leute, die euch dort versuchen, etwas anzupreisen? Ist das eine Werbefirma? Ist das ein Hersteller zum Beispiel von irgendeinem Produkt? Ist es ein Therapeut? So, dass man da wirklich ein bisschen den Überblick behalten kann, was dort passiert oder zumindest eine Vermutung haben kann, was einem dort ja, verkauft werden soll. So, jetzt gehe ich nochmal kurz hier. Den Reizdarm suchen. Was haben wir hier noch? Die Apothekenumschau, das sind natürlich Sachen, wenn ihr Fachverbände findet, die Apothekenumschau. Aber es kann zum Beispiel auch, das ist ja auch ein schönes Beispiel, hier ist gesundheit.de, was tun bei einem Reizdarmsyndrom? Ist auch mal ganz spannend, das klingt natürlich auch ganz objektiv. Erstmal gesundheit.de würden wahrscheinlich viele mit in diese Richtung Apothekenumschau oder es gibt ja auch Internisten im Netz und was man dann noch so findet, dort vielleicht mit einordnen. So, hier haben wir die Reizdarmseite. Und es lädt immer noch. Hier merkt man, der Rechner läuft auf Hochtouren. Gucken wir mal, was dann noch passiert. Auf jeden Fall könnt ihr auf diesen Seiten schön schauen. Das ist eine Möglichkeit, das Impressum. Eine zweite Möglichkeit ist, und da möchte ich mich an Sascha Fast anlehnen, Sascha Fast von Me Improved, wer den nicht kennt, nicht liest, nicht sieht, absolute Empfehlung, eine für mich der wertvollste oder einer der wertvollsten Blogger im Bereich Philosophie und Gesundheit im deutschsprachigen Raum, www.me-improved.de. Von ihm kam mal der Tipp, nach der persönlichen Integrität zu gehen. Und das bedeutet, wie kann man das bewerten? Man kann natürlich gucken, welche Person steht hinter einem Projekt, stellt die sich vor und was weiß man über diese Person. Also eine Möglichkeit, das Ganze zu bewerten, ist derjenige zum Beispiel selbst von unserer Erkrankung betroffen. Das soll nicht heißen, dass man nur darüber schreiben oder reden darf, wenn man selber die Erkrankung hat, aber das ist ein Hinweis darauf, dass man auch ja, das Leiden letztendlich versteht und vielleicht weniger dazu geneigt ist, damit Geld zu verdienen, obwohl es das sicherlich auch gibt. Es gibt viele Therapeuten, die sagen, ich hatte Krankheit ABC, habe das weggemacht, jetzt helfe ich euch dabei, das allen wegzumachen. Also das kann auch nach hinten losgehen, aber das wäre eine Idee. Das Letzte, was ich jetzt gerade gesagt habe, das trifft natürlich auch zu. Achtet bitte darauf, dass keine unseriösen Versprechungen gegeben werden oder eben genau solche Sachen wie vorhin auf der Seite. Der Durchbruch bei oder jetzt alle meine Beschwerden sind auf einmal weg oder eure Beschwerden werden sofort weg sein. Das ist unseriös, das wird auch nicht funktionieren, gerade nicht bei einer so komplexen Erkrankung wie dem Reizdarmsyndrom. Würde ich immer die Finger weg davon lassen. Das gehört auch zur persönlichen Integrität, dass man nicht solche Versprechungen macht, die man letztendlich niemals wird halten können. So, und drittens vielleicht, wenn man das bekommt ihr so ein bisschen mit, vielleicht über Videos, über die Artikel, aber vielleicht auch über andere, die denjenigen schon mal getroffen haben, etc.
setzt er das auch wirklich um, was er erzählt oder sie. Das bedeutet, es gibt viele Leute, die erzählen, ja, ihr müsst das und das machen und machen aber selber genau das Gegenteil oder die man dann wirklich sieht, ja, also die einfach Tipps geben, aber wo man merkt, das ist nicht den ihr, ja, sie haben das selber eigentlich nicht verinnerlicht, sie brennen nicht dafür. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, um zu verkaufen. Und das werdet ihr dort auch sehen auf verschiedenen Seiten, wenn viel Werbung gemacht wird, wenn vor allen Dingen für immer wieder dieselben Produkte geworben wird, dann ist das ein großes Problem. So, deswegen betone ich eigentlich auch immer, wenn ich kann, wie gesagt, es gibt ein paar einzelne Produkte, da gibt es nur einen Hersteller, aber es gibt verschiedene Hersteller. Schaut euch da um, schaut nach verschiedenen Qualitäten. Was ist da möglich? Ich bin mit keinem irgendwie Unternehmen verbandelt und ich denke, das ist auch so ein Punkt, wo man einfach schauen kann, wie sieht das Ganze aus. Und mit der persönlichen Integrität, da möchte ich auch gleich zum zweiten Punkt anknüpfen, denn viele von euch fragen auch, ich gucke nochmal, wie weit die Seite jetzt inzwischen sich hier geladen hat. Jetzt sind wir auf jeden Fall weiter. Reizdarm, was tun. Dann scrollen wir mal runter. So, und dann haben wir hier irgendwo auch das Impressum. Hier unten. So, also nochmal zur Erinnerung, falls ihr das schon vergessen habt, wir sind immer noch auf gesundheit.de. Und ich möchte gerne ins Impressum, aber auch das funktioniert wieder nicht. Na gut, egal. Auf jeden Fall wollte ich da gerne zu dem zweiten Punkt auch gleich anschließen. Und zwar, oft werde ich gefragt, Mensch, ich habe zum Beispiel dich als Quelle und ich habe jetzt noch Blogger oder vielleicht irgendwie YouTuber oder einen Autor XYZ habe ich auch noch als Quelle und ihr beide bringt nun Studien. Ihr schaut, was, also ihr begründet das immer schön und nehmen wir jetzt mal nur als Beispiel, weil das schon mal kam, jemanden aus dem Bereich so Rohkost, also vegane Rohkost, das wäre auch so super gut und derjenige würde auch mit Studien arbeiten und auf jeden Fall war sich der Leser dann ganz unsicher, weil unsere Informationen sich letztendlich widersprochen haben. Erstens kann ich da nur den Tipp geben, schaut euch vielleicht auch wirklich die Studien an. Das ist ein Grund, warum ich die auch immer mit verlinke, damit ihr auch wirklich schauen könnt, euch da einfach tiefer einlesen könnt. Ein grundsätzlicher Tipp könnte sein, zu schauen, was sind das für Studien? Also letztendlich die wertvollsten Studien, um eine Aussage zu treffen, sind tatsächlich randomisierte, placebo-kontrollierte Studien an dem Subjekt, über das wir sprechen. Das bedeutet tatsächlich an lebenden menschlichen Reizdarmpatienten oder eben an dem bestimmten Subtyp. So, dass man sagen kann, Medikament oder Supplement XY oder Ernährungsmethode XY, worüber wir jetzt sprechen, wurde an einer großen Stichprobe erprobt. Das und das waren die Ergebnisse, wie gesagt, im Vergleich zu Placebo oder was bei Ernährungsstudien häufig gemacht wird, ja gegen eine andere klassische Ernährungsform beispielsweise. So wird es für die FODMAP-Diät gemacht, für die SCD oder dass geschaut wurde, was sind dann Effekte auf das Mikrobiom, auf die Darmflora. Bei der veganen Rohkost, und das wie gesagt jetzt nur als Beispiel, wird häufig tatsächlich mit Studien auch gearbeitet, aber das Problem ist, wir finden dort eigentlich keine Studien tatsächlich im klinischen Bereich, wo sich das jemals an einer größeren Gruppe Reizdarmpatienten bewährt hätte. Das bedeutet, man kann letztendlich keine wissenschaftliche Aussage treffen. Es kann sein, dass das sehr vielen Menschen mit einem Reizdarm gut tut. Meine praktischen Erfahrungen gehen in die gegenteilige Richtung. Die meisten Patienten, und ich komme selber aus dem Bereich streng vegetarisch, annähernd vegan, habe viele Patienten, die vorher vegetarisch oder vegan gelebt haben. Und dort, wie gesagt, gehen meine Erfahrungen in eine komplett andere, gegensätzliche Richtung. Die meisten haben eben mit dieser hohen Ballaststoffdichte, beispielsweise mit unverarbeiteten Lebensmitteln, extreme Probleme, werden eher mehr Beschwerden bekommen, auch gerade wenn es in Richtung Frutarier geht, also ein sehr hoher Frucht- oder Obstkonsum. Das ist so eine Sache, wo man wirklich schauen sollte, was sind das denn eigentlich für Studien? Ansonsten sollte man sich einfach ein bisschen auch auf sein Gefühl verlassen. Also erst, wie gesagt, diese objektiven Dinge abklären.
Was steht im Impressum? Ist das eine natürliche Person? Ist das eine Werbefirma? Ist das ein Hersteller von irgendetwas? Will mir derjenige irgendwas verkaufen? Das bemerke ich ja schnell. Hängt da eine bestimmte Therapiemethode dran? Vielleicht ein neues Supplement oder sogar eine ganze Reihe an Supplementen? Ganz gängig sind ja jetzt auch so diese Programme, wo man sagt, ja, ich gebe euch erstmal viele kostenfreie Informationen, dann, wenn ihr aber weitermachen wollt, müsst ihr mein super tolles Programm XYZ Darmkur mega cool bestellen. Das kostet euch nur 500 €, aber danach werdet ihr definitiv, wird es euch so gut gehen wie nie zuvor. Also auch das sind Dinge, die man Leuten verkauft, auch wenn das oft auf einer ganz kumpelhaften Ebene kommt. Dort auch vorsichtig sein. Wenn ihr das abgeklärt habt und ihr merkt, das sind wirklich Leute, die euch helfen möchten, also das merkt, die haben die persönliche Integrität und da ist jemand, der hat zum Beispiel sich mit Rohkost selber beschwerdefrei bekommen und da ist jemand wie ich, der eben andere Sachen erzählt, die eben viel auf Recherche beruhen, aber auch auf eigenen Erfahrungen, dann könnt ihr einfach schauen, wen von den beiden ihr vielleicht sympathischer findet, was euer Gefühl dann auch einfach sagt. So, und es ist ja auch kein Problem, verschiedene Wege auszutesten. Denn ich sage nicht, dass meins richtig ist, denn zum Beispiel Studien, wenn eine Studie sagt, die Low-FODMAP-Diät hilft eben 3 von 4 Patienten, vor allen Dingen den Patienten mit Durchfall oder vom Mischtyp, dann heißt das eben nicht, dass das allen Patienten helfen wird, sondern eben erstmal nur 3 von 4, dann auch nur einem bestimmten Prozentsatz so gut, dass er sagt, ich bin beschwerdefrei, anderen hilft es vielleicht nur ein bisschen. Das sind ja nur Aussagen in dem Moment. Und man kann, also es ist wie gesagt kein Heilsversprechen. Deswegen ist es auch kein Problem, verschiedene Wege auszuprobieren. Ihr dürft nie vergessen, das ist eine Krankheit, wo inzwischen mehrere Millionen Menschen betroffen sind. Es gibt ganz unterschiedliche Subtypen, bestimmte Symptomkonstellationen. Die Psyche kann mit involviert sein. Wir können Sachen haben wie Mikroentzündung und so weiter. Und deswegen kann man dort keine endgültige Aussage treffen. Es ist kein Problem, wenn ihr sagt, ich habe vertrauenswürdige Quellen, wo ich einfach wirklich denke, Mensch, das sind Leute, die wollen einfach helfen, dann testet das doch aus, macht doch unterschiedliche Sachen, probiert doch die Rohkost meinetwegen und schaut mal, wie es euch damit geht. Und wenn ihr sagt, okay, das hat mir jetzt super geholfen, dann will ich der Letzte sein, der da irgendwie sagt, aber Studie XYZ hat aber gesagt, dass letztendlich, so blöd wie das immer klingt und der Spruch, der oft so von den Heilpraktikern in den Raum gestellt wird, so wer heilt, hat recht. Ist manchmal auch schwierig, weil damit natürlich auch Schaden angerichtet werden kann auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich würde ich den schon auch mit unterschreiben, denn gerade für uns Patienten ist es letztendlich wurscht, ob irgendetwas in einer Studie erwiesen wurde oder nicht. Jahrelang war die Hypnose zum Beispiel nicht klinisch belegt. So, und vielen Leuten hat sie geholfen. Hätte man dann gesagt, nee, wir machen es einfach nicht mehr, wären vielleicht nie die Studien auch letztendlich in Gang geschoben worden. Und deswegen ist das trotzdem wichtig. So, jetzt werde ich nochmal schauen, ob wir hier im Impressum angekommen sind. Über dem Impressum sehen wir erstmal ein riesengroßes Werbebanner, das hier für mich kundenbezogen erstellt wird, sehe ich. So, und dann haben wir hier zum Beispiel Herausgeber und verantwortlicher Dienstanbieter gemäß Paragraph 5 Telemediengesetz. Das steht ja da immer so schön drin. So, da finden wir jetzt nicht etwa hier eine Redaktion gesundheit.de, sondern wir haben die Allianz Healthcare Deutschland AG, Frankfurt am Main. So, also nochmal kurz zur Erinnerung, wir waren auf gesundheit.de, haben da eine Seite über das Reizdarmsyndrom aufgemacht, um zu gucken, wie sieht das aus mit der Therapie. Und interessanterweise haben wir dort die Allianz Healthcare, wo man erstmal noch nicht so richtig weiß, wie passt denn das jetzt eigentlich dazu. Wenn wir wieder nach der gucken, da kommen wir erstmal hier auf die Firmenseite, aber wir gehen mal in das Wiki. So, dann haben wir die Allianz Healthcare Deutschland AG mit Sitz in Frankfurt am Main, ist interessanterweise ein Pharmazeutika-Großhändler. So. Mit über 20 Niederlassungen in Deutschland, dichtes Auslieferungsnetz, darüber Tochtergesellschaften, Beteiligung in Bereichen Hilfe, Logistik und so weiter und so fort. So, natürlich, ihr habt es jetzt gemerkt, das Ganze ist
umständlich erstmal herauszufinden, auf jeden Fall. Man muss erstmal schauen, man muss erstmal. Es ist ja, das machen die Unternehmen ja nicht, um es euch gleich zu machen. Erstmal ist es schon oft schwierig, dies überhaupt den Impressum-Button zu finden, irgendwo ganz unten da rangepappt, auch nicht auf jeder Seite. So, und wenn man dann den Impressums-Button gefunden hat, dann kommt man meistens auf irgendeinen Dienstleister. Das bedeutet zum Beispiel auf eine Werbefirma, die eben für bestimmte Firmen diese Seiten erstellt, so dass man auch noch nicht direkt den Bezug hat, okay, das ist jetzt zum Beispiel, dahinter steckt jetzt Kitchimea zum Beispiel oder eben ein anderes Produkt. So, da muss man wieder sich letztendlich diesen Anbieter googeln, muss man schauen, wer ist das, was machen die, haben die vielleicht noch andere Seiten, die in dieselbe Richtung gehen und für ähnliche Produkte oder sogar dieselben Produkte werben. Und natürlich wird ein Pharmazieunternehmen beispielsweise, ohne den Menschen jetzt was unterstellen zu wollen, aber wenn ich bestimmte Produkte vertreibe, werde ich natürlich auch in diese Richtung Berichterstattung betreiben. Das bedeutet, ich werde keine Konkurrenzprodukte erwähnen, die vielleicht denselben Wirkstoff haben, aber günstiger sind oder eine andere Qualitätsstufe haben. Oder ich werde vielleicht auch Sachen, die ebenfalls wirksam sind, aber zum Beispiel mir keinen finanziellen Gewinn bringen, werde ich wahrscheinlich grundsätzlich eher weglassen. Und wenn man auf Seiten wie Darmforschung zum Beispiel Dinge wie die Low-FODMAP-Diät oder Sachen zum Mikrobiom einfach vernachlässigt, ist das natürlich ein deutliches Zeichen, dass da irgendwie ein Publication Bias besteht. So, also das soll euch einfach mal als Beispiel nur ermuntern, wie kann ich das Ganze bewerten? Schaut bitte immer nach, von wem diese Informationen kommen. Und das Ganze gibt es nicht nur im Großen, weil dann immer so getan wird oder gesagt wird, ja, das ist ja hier die Big Pharma, das sind alles die Bösen und so weiter und so fort. Ich muss mal ein bisschen schmunzeln, wenn mir Leute erzählen, dass sie nur zu den Heilpraktikern gehen oder nur so im Bereich Naturheilkunde unterwegs sind, weil die Big Pharma möchte ja nur an uns Patienten Geld verdienen. Da ich selber Heilpraktiker, zumindest ein sektoraler Heilpraktiker mit bin. Also ich bin auch Heilpraktiker für Psychotherapie, habe das nach meinem Studium noch gemacht, um die Erlaubnis zur Ausübung von Heilkunde zu erlangen und zum Beispiel auch Mikronährstoffe etc. meinen Klienten verschreiben zu können. Ich kenne sehr viele Heilpraktiker, ich kenne auch sehr viele Menschen, die zu Heilpraktikern gehen. Davon gibt es sehr, sehr viele tatsächlich integre Menschen, die wirklich helfen möchten, die sich regelmäßig fortbilden, die verantwortungsvoll mit ihren Informationen und ihren Therapien umgehen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele schwarze Schafe, denen ihr finanzielles Wohlergehen tatsächlich weit über dem steht, was man oft den Ärzten vorwirft, zum Beispiel Ärzte oder Psychotherapeuten, die in das ganz normale, klassische Gesundheitssystem eingebettet sind. Die haben gar nicht die Möglichkeit, die bekommen für euch eine Pauschale. Das bedeutet, natürlich ist das schon ein bisschen anders beim Facharzt mit Untersuchungen etc., aber beim normalen Arzt, die bekommen eine Pauschale und wenn ihr dort 20 Mal im Monat aufkreuzt, bekommen die trotzdem nicht mehr. Wogegen natürlich ein Heilpraktiker oder zum Beispiel auch ein Arzt, und da waren jetzt manchmal Diskussionen im Netz, das habe ich gesehen, zu einigen bestimmten Ärzten, die naturmedizinisch oder naturheilkundlich arbeiten, wo es eben genau darum ging, dort wird so viel Geld verdient mit Entgiftungskuren, mit allen möglichen Sachen, dann ist man für den Patienten eigentlich nicht da, wenn man die Ärzte bräuchte. Und das gibt es dort mindestens genauso viel, denn das dürft ihr nicht vergessen, die Leute oder die meisten von ihnen sind darauf angewiesen. Nicht jeder arbeitet mit. Es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel auch, ich erzähle es jetzt von mir oder auch von meiner Frau, es gibt natürlich die Möglichkeit, mit Privatversicherten zu arbeiten. Dort ist es nämlich oft problemlos möglich, dass man quasi längerfristige Therapieserien innerhalb der Physiotherapie oder Psychotherapie auch beim Heilpraktiker problemlos bezahlt bekommt. Meine Frau ist zum Beispiel Physiotherapeutin und Heilpraktikerin für Physiotherapie und kann dadurch eben mit Privatpatienten arbeiten, ohne in diesem gesetzlichen Kassensystem drin zu sein. Und wenn man natürlich die entsprechende Klientel sich irgendwie da erwirbt und dass die Leute immer wieder kommen, man sein Stammpotenzial hat, kann man grundsätzlich, wie soll ich sagen, etwas stressfreier davon leben. So, und das funktioniert aber natürlich nicht für jeden. Und gerade bei den Heilpraktikern, die so die klassische Heilpraktikerleistung machen, funktioniert das oft gar nicht. Das bedeutet, die Leute sind auf Selbstzahler angewiesen. Und wenn ich Selbstzahler akquirieren möchte, ist die, ja, oder neigt man schneller dazu zu sagen, okay, ich mache eben Werbe- oder Heilsversprechen, ich arbeite mit unseriösen Mitteln, ich verkaufe Produkte, selbst wenn ich nicht unbedingt von deren Nutzen überzeugt bin. Und da habe ich schon sehr viele Beispiele, wie gesagt, gesehen.
Wenn euch da irgendwas komisch vorkommt, dass ihr irgendwie regelmäßig bezirzt wird, man muss doch unbedingt das und das und das wäre ja Weisheit letzter Schluss, da ebenfalls Vorsicht. Also das gibt es nicht nur in diesem großen Bereich und, das möchte ich auch sagen, dieser Blogger- oder YouTuber-Bereich, lasst euch da bitte nicht irgendwie über den Tisch ziehen. Es gibt regelmäßig Seminare, es gibt dafür große Angebote, wo die Leute darauf geschult werden, wie man euch letztendlich ja, über den Tisch zieht, beziehungsweise das Geld aus den Taschen zieht, denn nichts anderes passiert dort oft. Und da wird eben genau dieser Tipp eben auch gegeben. Erstmal besonders freundschaftlich aufzutreten, ruhig erstmal ein paar Informationen frei rauszugeben, so dass euch erstmal ein bisschen geholfen ist, nur um dann möglichst doppelt und dreifach zuzuschlagen, zum Beispiel indem man euch in ein Programm lockt, wo ihr regelmäßig bezahlt oder wo ihr einmal sehr viel bezahlt für Informationen, die eigentlich natürlich dann mit mehr Aufwand frei verfügbar sind. Wer sagt, okay, das ist eben, die Leute haben viel Arbeit geleistet, die haben die Informationen zusammengetragen, die haben die für mich strukturiert, die haben vielleicht ein ansprechendes Angebot visuell gestaltet, die sollen auch ihr Geld haben. Ist das okay? Kann jeder für sich machen. Ich persönlich bin einfach kein Fan davon, weil ich denke, dass gerade solche Informationen wie in der Medizin, und da gehört auch einfach meine Meinung jetzt nochmal persönlich, der Staat einfach ordentlich einmal rangenommen, und weil der hat diese Aufgabe. Also wir haben ein staatliches Gesundheitswesen, wir haben eine staatliche Forschung und genau diese Leute müssen dafür sorgen, dass diese Informationen kostenlos, zum Beispiel über die Ärzte, über das Internet, über Broschüren, über Bücher an die Allgemeinbevölkerung kommen. Denn es kann nicht sein, dass man zum Beispiel bei der Therapie des Reizdarmsyndroms, um bei unserem Thema zu bleiben, irgendwie, also entweder auf teure Programme angewiesen ist, um zu sagen, ich bezahle hier 600 bis 2000 Euro, und das gibt es tatsächlich, also 2000 Dollar auf dem amerikanischen Bereich noch, aber bei uns schwappt es immer mehr rüber, um da an wertvolle Informationen zu kommen, beziehungsweise ich muss mir komplett, sagen wir mal, die Studien der letzten 15, 16 Jahre durchackern, meistens englischsprachig, und wenn ich mir da die Volltexte alle vornehme, habe ich natürlich ein Problem, das wäre aber notwendig, um diese Informationen überhaupt für sich annehmen und einordnen zu können. Deswegen, das gehört einfach von Experten gemacht, dafür gibt es die Herren Professoren und die haben das Ganze auch ordentlich zu kommunizieren und dann an ihre Ärztekollegen weiterzugeben, damit jeder selbst in der hintersten Allgemeinarztpraxis an diese Informationen kommt und zwar kostenlos. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, ich habe genug geschimpft jetzt oder hoffe, dass ich euch ein paar Tipps geben konnte, wie ihr das Ganze beurteilen könnt. Vielleicht wird es demnächst mal ein Video geben. Das fände ich eigentlich eine ganz schöne Idee, wo ich einfach mal verschiedene Blogs oder Internetseiten durchspreche und einfach mal anhand der Integrität bewerte, beziehungsweise sage, was für mich auch Anlaufstellen werden, gerade im deutschsprachigen Raum. Ich lese zwar, wie gesagt, hauptsächlich eben Primärliteratur, also tatsächlich Studien, englischsprachige, aber damit man auch mal so schauen kann, was gibt es denn überhaupt in Deutschland, auf was kann man sich denn verlassen. So, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Thomas.